All right, everybody. It's time for the first lightning talk. Let's wait until the door closes and then I'll start. All right. Thank you, everyone, for coming. Some of you I recognize from the talk I just had in the other lecture hall. Like I promised, this talk is about secure access, and the full title of this talk should have been Securely Access Your Home Server from Anywhere, but that was too much for this slide. Let's skip over this part because I noticed that it doesn't quite work. A quick introduction, who am I? My name is Matthias Thiem. I was studying at Graz University of Technology. I'm a DevOps engineer and automation specialist at SmexTech. They have their offices here at the campus. I would consider myself a Linux advocate, and I've been an avid user of FOSS for many years, and also I've been driving Nixos for many years by now, and even at work. All right, so let's talk about a conventional setup that you would perhaps have to expose some services running on a server at home. So usually, it's kind of simplified, so usually the internet would come into your home via optic fiber or via a standard good old copper cable to your modem, or nowadays often the modem and router is combined. And then perhaps some of you have a public IP at home. I guess most don't. So a lot of people rely on port forwarding from their router to their home server. So that's kind of insecure. Also, what a lot of people use then on their router is like a connection to a dynamic DNS provider, for example, DuckDNS. Which isn't always that reliable. And of course, the biggest issue is if you just forward from your router to any device in your home network that you kind of have an open port in your network. So a typical port forwarding scenario would be that you have some reverse proxy running, and it connects to the dynamic DNS and then to the router, but I don't want to go over the old setup too much because I want to talk about an improved setup. An improved setup could be a virtual private server, a VPS, running in some cloud. It can be Hetzner, it can be Netcup, whatever. And it doesn't have to be big. It basically only has to manage all of your traffic to your home lab services. I don't know how it is for you, but my home lab is mostly accessed by family and friends, so not a lot of traffic. Trafic, in this case, is an example for a reverse proxy, and this setup would kind of mean that all of your devices in your home network, at least your home server and your server running the reverse proxy, would be in the same WireGuard VPN. The issue with that is that WireGuard can be difficult to set up. Some of you might disagree. Some people might have managed to set it up quite easily, but there are some issues like key distribution for all nodes, to manage net traversal, and to set up firewall exceptions on all of your hosts in the VPN. So I have kind of a different setup that I use and that I would like to propose today. It consists of a small rented VPS with a public IP. Those can be had for pretty cheap. I will mention an example on the next slide. And then you have WireGuard VPN as your kind of data plane. So the way WireGuard works is it's a mesh network, so you don't have a traditional VPN gateway that all of your clients and servers connect to, so kind of all of your traffic goes through one hub, but the data is actually transferred from node to node in your mesh network. And my suggestion would be to then use Tailscale, because Tailscale makes setting up WireGuard really easy. And even better, you don't have to rely on any company to maintain your Tailscale coordination server, but you can host your own. So my suggestion is to not only host a reverse proxy on the VPS to kind of do all of the routing, but my suggestion is to actually also host your own Tailscale coordination server.
An example for VPS would be Netcup. That's what I'm using. It costs just €3 a month, and you get a public IP as well. Yep. Sorry, I have to finish. This is kind of the mesh network. This is the coordination server. Please take a look at this fantastic project. HeadScale makes it really easy to set up kind of what I talked about. And then most of you will already know how reverse proxies work, so I can skip that, hopefully. Sorry. Thank you. Hello, and welcome to my talk about responsibility of software engineering in the climate crisis. Who am I? I'm Klaus Atzesberger. I was born at 344 parts per million CO2, that is 1984, for those who are not aware of that. I'm a father of two. I joined the Last Generation organization in November last year, and I'm professionally software DevOps platform cloud or whatever engineer. So what's this talk about? What is the subject of our responsibility in the climate crisis as software engineers? There is a digital share of greenhouse gas emissions in our economies. And while it's currently, so this chart is from 2019. Currently, it is at or around 4% of the global greenhouse gas emissions. But the bad news is it's increasing very fast. So there are a few projections, as it usually is the case. And the red arrow shows where we probably will land in 2025. That's about 7% or above. Why does this matter to you? Maybe you care about the environment and the conditions that need to be present for us to be able to survive and sustain our economies and societies. So for comparison, this is a wildfire graph in Canada from last year. And as a size comparison, you can see Europe over Canada. And maybe this is you, and you don't care about that at all. There is another reason for you to care about this. Because there is legislation in place that will make it very important for you to learn some skills and build maybe some track record in reducing your carbon footprint in your day jobs. What is green software? Green software is about energy efficiency, hardware efficiency, carbon awareness. And I have some slides which I will skip through because time. There is an indicator that is being used to measure and compare. And here you can see an example about carbon awareness. Carbon awareness means you can host your workloads in different areas of this world, and you can shift those either temporally or by location on this planet. A few tools that I want to introduce to you. These slides, by the way, are taken from the Green Software Foundation, which is part of the Linux Foundation. And one tool that is maintained by them is the tool Kepler, which addresses you as platform and DevOps engineers. It's a monitoring tool to measure the energy efficiency of your workloads. There is also KubeGreen, which enables you very, very easily to scale down your workloads when you currently do not need them. And there is also a CO2JS library, which can be used to measure your energy consumption of your programs. And Mozilla did that in their Firefox profiler. So this is very important and necessary to all of us. But
there is bad news. We are also part of a society and depend on that society. This is taken from the very cool climate dashboard. You can inspect the carbon footprint of various sectors of this society in Austria. And as you can see, there are many, many, many factors that we do not have influence over as individuals. And we cannot solve these problems as individuals. So we need, the society to solve this. That's why we need the entire society and our governments to urgently adapt and change. Government does a very poor job at that. I posted a few reasons for that on this slide. You can inspect that later if you care to download the slides. I would ask you to join or support the Last Generation and learn about nonviolent civil disobedience. Please join us. Okay, my story goes like this. I wanna operate on strings on the command line, and it's a little bit annoying on Unix, in my opinion, because, for example, I wanna substitute a string, so I have some text. My name is Bond, James Bond, and now I want to substitute the name inside this string. So on the bash, I can just use $, then refer to the variable, and then substitute it. I'm not sure you even know, you can remember how many slashes you need, and especially what are the rules if you actually need to substitute a slash. In my opinion, this is pretty annoying. I was looking for a different approach. Okay, so I developed Obstr to operate on strings. The idea is that you can just throw some string into the tool and it will list various operations that it applied to the provided strings. Not all operations make sense, so it depends on the number of arguments, but usually you want to take a different approach that you specify the specific operation you care about. So here I also provide the sender operation. So we fill up the terminal width of 80 with characters. On the left and right side we have hashes and centered text, Grazer Linux Tage. Okay, but I also want to adapt towards other parameters. So I can also supply the width, for example, and what's also possible is to supply the character that we fill with. Okay, so essentially Obstr implements various strings on operations on strings, and you can run them. Another example is, for example, this list of code points. I just want to know, okay, which code points are used in this string, Grazer Linux Tage, and the first one is the capital G. Okay, it will tell me back, 71 is the first one. But maybe I also want to use that in various programming languages. First of all, I can also change the color scheme. So I can also change the color scheme to blue. And because I don't want to specify it all the time, I can just define it as environment variable. And then it will always use this color scheme. Okay, nice. And usually, I also want to use these results in programming languages. So what I can also change is the output syntax of the result that's provided. For example, I can take a look at Go. That's the output for Go. Or another syntax is Kotlin.
Then we have C, or also Rust. Okay, nice. So Obstre provides me the tools to analyze the strings and represent them in a way that I can use them. Okay, now what's also possible is that I will get a table. So here I want to look at the frequencies of the different code points. I will look at the frequencies. So on the left side, I can see the frequency distribution for the different code points we have on the right side. I can also select, for example, the first row. Or even the column can be specified, so I can pick a particular value of this table. Okay, so also tables are possible output values. Okay, and then I can also sort strings. And these operations really depend on a certain locale. So here I specify, for example, Swedish. And if I now write an Umlaut A for Grazer Linux Tage, yes, then I can see that this Umlaut A is at the very bottom. It's the last element because it goes after the set in the Swedish locale. This is contrary to the effect when we look at Austrian German, because here we have the Umlaut A in front of the A. Yep, this way I can operate strings easily, operate on strings easily with Obstre. Thank you. Servus. Habt ihr im Sommer schon was vor? Weil wir haben viel vor. Wir haben vor ein Event, Barcamp, Linux-Tage, groß Hacker-Event zu organisieren. Und zwar auf am Schloss in Niederösterreich, im Schloss Ottenschlag. Und ja, was wir noch suchen, sind Besucher. Und ich sehe da schon ein paar Kandidaten in der im Publikum. Ja. Das ist ein ziemlich nettes Schloss, das kürzlich jemand aus der Open-Source-Szene erstanden hat und auch gleich gut eingerichtet hat mit Laser und DMX-Lichtern und alles Mögliche. Und jetzt sucht er nach Veranstaltungen und wir haben uns gedacht, ja passt, dann können wir gleich mal was dort machen. Und wir planen eben Workshops dort, bisschen Unkonferenz, bisschen Barcamp, ein, zwei Feature-Vorträge, die St. Pölten werden Capture the Flag organisieren. Natürlich haben wir auch schalldichte Party-Towers, also auch am Abend wird es nicht zu Kunst kommen, wird sicher Spaß geben. Und ein, zwei Kunstprojekte hoffentlich, die dann in dem großen Schloss nicht untergehen werden. Was macht man dann, während man dort ist? Wie kommt man unter? Die beste Möglichkeit ist definitiv Zelten auf der schönen Apfelzeltwiese. Aber nachdem wir planen, bis zu 450 Tickets zu verkaufen, und ich hoffe, das kriegen wir alle voll, gibt es nicht nur Camping, sondern auch Schlafräume innen, was in den schön temperierten Gewölben des Schlosses. Nein, das Bild ist nicht repräsentativ. auch ziemlich angenehm hoffentlich ist. Also so, und dann gibt es noch ein bisschen Zimmer. Wir können gerade nicht versprechen, wie viele das sein werden. Deswegen werden wir die Betten wahrscheinlich vergeben auf Anfrage für Leute, so mit Family und Bedarf. Genau.
Also wenn ihr Lust habt auf Zelten oder Schlafen und Konferenz so 3 Tage, dann schreibt euch das auf den Terminplan. Ist dieses Jahr. Ankunft am 28. Wer nachhaltig anreisen will, gibt es von St. Pölten Shuttlebusse. Abreise am Sonntag im 1. oder früher und Event ist 29., 30., 31. Nochmal, wo ist das eigentlich? Für Leute, die von weiter weg kommen, es ist in Österreich, es ist in Niederösterreich, es ist ziemlich genau zwischen Wien und Linz. Wie gesagt, nochmal in Schloss Ottenschlag. Und entweder kommt man gut mit dem Auto hin, dann kann man auch das ganze Gepäck mitnehmen, oder man kommt mit dem Zug gut hin, dann gibt es von St. Pölten einen Shuttlebus, der 3-mal am Tag fährt, den wir organisiert haben. All die Infos findet ihr natürlich auch bald auf der Homepage oder im Mastodon. Und genau, und was passiert gerade aktuell? Ja, wir haben gerade vorletztes Wochenende erst unsere Klausur gehabt, hart gearbeitet und dann waren wir ziemlich fertig. Wir haben jetzt gerade bei den Hackspaces und den Fachschaften und Basisgruppen und so weiter auch nach Bedarf ausgeschickt. Und genau, nächstes Wochenende sind wir wieder aktuell dort und werden vor Ort planen. Und Ende April, Anfang Mai planen wir dann auch schon Tickets zu verkaufen. Es wird wahrscheinlich mehrere Chargen geben, aber das ist der Beginn. Ja, also ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ein bisschen Interesse geweckt. Und schreibt es euch auf den Terminkalender und geht mal auf die Homepage und aktualisiert das in den nächsten Wochen. Da wird dann was passieren auf hackmas.at ohne den Umlaut. Aber es geht auch mit Umlaut. Ja, wenn ich schon dastehe. Ihr habt die letzten Monate Spaß gehabt beim Basteln eines Keyboards und alles hat angefangen auf diesem CCC Keyboard Meetup. Da war ich nämlich und waren viele Leute mit schönen Keyboards und ich bin draufgekommen, ja, so ortho, normale, rechteckig angeordnete Tasten, eigentlich habe ich überhaupt kein Problem damit drauf zu tippen. Jetzt will ich das mehr ausprobieren. Und haben wir gedacht, ja, aber was tut man dann? Weil kaufen nur zum Ausprobieren, ja, selber bauen macht Spaß und dann ist ganz viele Dinge, die man sonst nicht tun würde, wie mehr Geld ausgeben, sind ganz viel mehr okay. Und tatsächlich war es gar nicht so schlimm. Ich glaube, Materialkosten waren dann so 130 Euro oder sowas. Aber ja, oder 140, ne? Aber genau, es gibt ja so viele Projekte in Do-It-Yourself-Keyboards. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angeschaut habt, aber die Liste ist wirklich lang. Und dann suchen wir, womit fangt man an? Und dann habe ich ein Projekt gefunden beim Herrn Seth Meyer, ein Schweizer. Und der hat kürzlich dieses Krumm-Keyboard designt und er hat es ja nicht nur designt. Und ich habe mir gedacht, ich baue mir das nach. Er hat ein super schönes Repo gemacht mit Doku, Raspberry Pi Go 2040, ein Repo, wo alles aufgeräumt ist, relativ simples Design, erst einmal schön zum Einsteigen, nicht super wenig Tasten, wie diese super Mini-Keyboards und er hat einen SDL-Generator geschrieben in Python, ohne Dependencies, wo man einstellt, welchen Split, welchen Tilt, wie groß die Tastatur sein soll, wie viele Tasten sie haben soll und das schmeißt dann gleich direkt SDL raus und Keycard-Files. Und das ohne Dependencies. Und dann habe ich gedacht, da hat jemand Arbeit reingesteckt, das wird dann wohl sicher was. Wie schaut dieser parametrische Generator dann aus? Also das sind zum Beispiel die Varianten, die man konfigurieren kann, indem man einfach nur die Parameter ein bisschen umstellt und dann einfach das Python-Skript laufen lässt und fertig. Und wie gesagt, inklusive PCBs. Nach ein bisschen Basteln war das dann Version 1, wenn ihr dann rausgeht, gleich links beim Realraumtisch, seht ihr die Version, könnt ihr auch probieren oder sowas. Es steht auch ein Laptop mit Monkey Type zum Ausprobieren. Und nachdem ich die Version gehabt habe, habe ich mir gedacht, ist eigentlich ziemlich nice, aber irgendwie hätte ich ganz gern mehr Tilt nach hinten. Ihr seht es da auch schon auf dem Bild, ich habe es dann schon ein bisschen aufgestellt gehabt. Aber es gibt ja diesen parametrischen Generator, also kann man das ja konfigurieren.
Und dann habe ich halt noch ein viel bisschen mehr 3D gedruckt und andere Varianten gebaut. Und am Schluss dieses schöne Teil rausgekommen, ein bisschen mehr Tilt, mit mehr Split und schönen Tasten und natürlich dann transparent, weil irgendwann will man ja auch Indikator haben, für welchen Caps Lock, Numlock, welchen Neo Layer bediene ich gerade. Und das geht natürlich am besten auch mit LEDs und die sind am besten im transparenten Gehäuse dann zu sehen. Ja, und was geht dann noch? Genau, wenn man schon Platz hat, dann kann man auch ein Trackpoint draufbauen, weil es mir eh schon gewohnt vom Lenovo Laptop. Also habe ich das ganze schöne SDL nochmal in FreeCAD geschmissen, ein bisschen eine Indention gemacht für ein Trackpoint. Und da ich das in Resin gedruckt habe, kann man auch schön den Trackpoint dann drauf bundieren, wenn er dann endlich funktioniert, über mehrere Stages zum Testen, mit Resin anpinseln, nochmal belichten, dann sind auch die Kanten schön weg. Vorher natürlich getestet, alles dank QMK-Firmware, die PS2 unterstützt. Ja, und dann hatte ich einen Trackpoint noch in der Mitte dazu gebaut. Und ich ebenfalls steht draußen, könnt ihr auch ausprobieren. Und hat Spaß gemacht, war ein tolles Projekt. Und ich kann eigentlich nur empfehlen, bastelt Sachen. Es macht Spaß. Okay. Hi, so my talk will be about web search. My talk is about web search. So my name is Alexander Nussbaumer. I work at TU Quartz, so just around the corner here. And I mainly work on a European project called Open Web Search. And I shortly explain what we are doing. So the search engine market, so everybody knows search engines and everybody uses it, and typically they work quite well, but there are also some problems with the big search engines. So for example, privacy, search terms contain personal information, and not all of the search engines really take care for privacy. Another discriminating factor is the index, the web index. So the web index is the key component of web search. So in order to do a web search, a web index has to be created in advance, and then this index can be searched. And there are only a few big and more or less complete web indices in the world. So Google, Microsoft Bing have one, but others do not have their own one. They sit on top of the big players. So for example, like the Go, Ecosia, Startpage, and so on. So in order to provide a solution to this problem, in our project we work on the creation of an open web index. So we have several crawlers and preprocessors, and there are data centers in the project. And we are creating a web index that is open for everybody, and everybody can use it to download data. So it's not, we don't provide the infrastructure to make it searchable because this is really difficult. But we have a different solution. So we provide the possibility to download the web index data in especially only fractions or partitions of the web index. So this has the advantage that so the overall web index is you can imagine, it's a really big, needs a big amount of data storage. But as soon as we partition it, it can be hosted on an own server, and it makes it handleable and empowers application developers to create their own search engines based on this web, on this index partitions. So in this way, we want to stimulate an ecosystem of web indices of search applications. And of course, the web index is open, it's European, so we want to fulfill ethical standards. And in order to
support people to create their own search applications. We have created a software called Mosaic, so it's a modular application. It's a search engine that works out of the box with such index partitions, but it can also be used as a basis to develop their own better, more advanced search applications with specific features. So this is just a technical overview. I don't go into detail of this. Yes, as I said, so this should empower people to create their own applications. So we have, the code is available on GitLab. You see the web address here. There's a REST API, so this can be used just as service, or also the front end can be used with that. And if you're interested in trying it out together and get some instructions, we are doing a hackathon next week on Thursday and Friday. So the registration is, deadline is tomorrow. So if you're interested, please register by tomorrow. Or just contact me or have a look at the website. So thank you. Ja, irgendwann stand ich mal vor dem Problem, mehrere Leute, ein Social Media Account, so für Gruppen, in unserem Fall Hackerspace, Hackmas Castle, mein persönlicher, und du willst mehrere Leute haben, die diesen Social Media Account bedienen können, hast aber nur einen Account, und die, wie managst du das? Und nachdem die meisten Leute in dem Umfeld eh schon Matrix verwenden, habe ich einen Matrix-Bot geschrieben, der einfach den Social-Media-Account betreut. Ja, warum macht man das? Wie gesagt, wenn man Verein ist oder Vereine hat, dann ist es ganz gut, Leuten zu erzählen, was man so tut. Zum Beispiel, juhu, wir sind auf den Lazar Linux-Tagen, schaut's vorbei. Und nicht jeder, der eine, der den Account betreut, ist jetzt gerade nicht immer da. Das ist immer nett, mehreren Leuten das in die Hand zu geben. Und natürlich will man auch ein bisschen ein Rechte-Management haben, aber Matrix hat das ja schon. Das heißt, man nimmt den ganz normalen Matrix-Raum, wo es Admins gibt, wo es Moderatoren gibt, wo es Leute gibt, die nur lesen dürfen, und hängt dann in einen Bot rein, und der Bot tut dann auf den Social-Media-Account schreiben, und manche Leute dürfen dann posten, manche dürfen wieder Posts löschen und manche dürfen nur mitdiskutieren, was gepostet werden soll, weil es ist auch ein ganz normaler Raum. Und solange ich nicht vorne das T dazu schreibe, das Präfix, wird auch nichts gepostet. Das Ganze unterstützt natürlich auch Direct Messages. Man kriegt auch die Nachrichten zurück von den Leuten, die dann antworten, direkt in den Raum. Das heißt, man hat schöne Interaktion. Man kann Posts favoriten, indem man einfach die URL rein copy-pastet aus dem Channel. Man kann es rebloggen, und was das Ding dann natürlich auch kann, ist Bilder posten, Bild-Subtitles, Accessibility, ganz wichtig. Und wenn der Admin eine Matrix-Message löscht, dann ist auch der Tut wieder gelöscht und zurückgezogen, weil manchmal passiert halt ein Fehler und dann will man es korrigieren und dann löscht man es wieder und dann bessert man es wieder aus. Manchmal passiert es auch, dass man Bilder hochlädt und dann vergisst im Raum und dann später was posten will. Da warnt der Bot natürlich vorher, dass das nicht passiert. So, hast du vielleicht dieses Bild vergessen? Willst du es nicht vorher löschen, bevor du den Tut rausschreibst? Es können sich die Leute nicht in die Quere kommen. Das heißt, die Leute können parallel an Tuts arbeiten. Es wird immer nur das Bild genommen von demjenigen, der postet. Und wenn man viel Social Media macht, dann gibt es auch optionale Erinnerungen. Hey, ihr habt 6 Tage schon nichts mehr gepostet, 20 Tage. Wollt ihr nicht wieder mal was schreiben? Denkt mal dran. Das Ding kann dann noch ein bisschen mehr, weil manchmal hat man ja einen Stream und will einfach was abonnieren und wissen, was so passiert auf Mastodon, und das wieder zurückbringen in Matrix. Das geht auch. Ich habe zum Beispiel Streams, Hashtags und unseren Homestream abonnieren und das dann in mehrere Matrix-Räume schreiben, und dann kriegen die Leute dort wie so RSS-Updates, die Updates von Mastodon. Und wenn man
Dinge in Matrixräume schreibt, dann kriegt man automatisch auch ein Kiosk-Display, RSS, IRC, Telegram, LinkedIn und kann das dann auch wieder irgendwo hinlinken. Also quasi das ultimative Verbindeding, wenn man es überall richtig einrichtet. Wie schaut das dann in der Praxis raus? Es gibt eben diesen einen Matrixraum, der quasi aus Control Room basiert, der schiebt das auf Mastodon. Von Mastodon aus kann ich wieder andere Matrix-Räume bedienen oder IRC, RSS-Feeds. Und es gibt noch einen Twitter-Support, den ich noch nicht entfernt habe. Ja, das ursprüngliche Projekt ist vom Qubit. Und der aktuelle Feature-Branch, der auch den Reminder hat, ist momentan auf meinem Account. Und der wird dann demnächst hoffentlich in den nächsten Wochen reingemerged. Genau, also wenn euch das ist etwas, was euch hilft, dann schaut euch das an und hoffe, es hilft. So, hallo. Dann aus Eigeninteresse möchte ich kurz einen Lightning Talk über den Hardware-Stammtisch Graz halten. Das ist nicht die erste Folie. Moment. Genau. Zuerst zu uns. Wer bin ich? Wer sind wir? Wir sind Cold Whisper, ein aktuelles Bandfoto. Ich bin dort Gitarrist, auch Songwriter und seit ein paar Jahren auch Produzent. Wir suchen übrigens noch eine zweite Gitarre und eventuell auch einen Gastsänger für zwei Songs, die ich noch produzieren möchte. Texte sind vorhanden, muss nur mal gesungen werden. Kann ich halt nicht. Da ist ein QR-Code zu unserer Bandcamp-Seite. Übrigens, das, was wir gestern im Workshop noch einmal neu aufgenommen haben, also den Cover von Dio's Holy Diver, habe ich auch schon gestern noch einmal hochgeladen dort. Aber ich glaube, die originale Version, die wir in Ruhe aufgenommen haben, klingt besser einfach. Ja? Und wer uns live sehen möchte, am 15.06. voraussichtlich im Club Vakuum, also der Termin ist schon gebucht, aber im Kalender ist er noch nicht eingetragen. Dann, was hat das jetzt mit dem Stammtisch zu tun? Für die Produktionen, die ich mache, verwende ich halt ausschließlich freie Software. In erster Linie Musa-Sequenzer für das ganze MIDI-Tracking und natürlich Ardour, was dann die sogenannte Digital Audio Workstation ist für Aufnahmen, Schnitt, Mix, Mastering. Dann natürlich auch diverse Plugins, also Gitarix, Drumgizmo, um jetzt nur zwei zu nennen und noch vieles mehr. Jetzt zum Stammtisch. Aktuell sind wir noch zusammen mit dem Security-Treff Graz. Jeder zweite Dienstag im Monat, also der kommende Dienstag wäre der nächste Termin, ab 19 Uhr im Brandhof, Kaiser-Josef-Platz oder in der Nähe vom Kaiser-Josef-Platz. Falls eine Community entsteht, die groß genug ist, dass ich dann nicht auch alleine immer am Stammtisch sitze, dann könnte man uns dann auch einen eigenen Termin ausmachen und uns abspalten. Um was geht es jetzt bei dem Stammtisch? Das Obligatorische, eine plausible Ausrede, um halt Bier zu trinken. Aber eigentlich die Idee ist, dass wir halt versuchen, eine Community aufzubauen, oder ich versuche halt eine Community aufzubauen aus Musikschaffenden. Erfahrungsaustausch wäre dabei sehr wichtig, weil genauso wie wenn man ein Musikinstrument lernt oder einen handwerklichen Beruf lernt, ist es halt immer wichtig, von jemandem anderen zu lernen, der das vielleicht schon 15, 20 Jahre lang gemacht hat. Ich könnte mir dann vorstellen, dass man auch untereinander so Reviews von Mixes macht oder vielleicht sogar Remixes macht oder vielleicht sogar nicht nur uns einmal im Jahr zusammensetzen, um einen Workshop zu machen, sondern vielleicht dann in einer kleineren Runde halt spezifischere Workshops organisieren und Fragezeichen, was uns halt dann halt alles einfällt. Aktuell gibt es nur eine Mailingliste auf mur.at, wo Interessierende sich bitte anmelden können. Also momentan schreibe ich da Invite die Stammtischtreffen aus. Kann natürlich auch noch wachsen mit der Zeit, je nach Demand, und das war's dann auch schon. Danke.